So leiteten Domchor und Orchester mit der Krönungsmesse Mozarts ein. Das Münster war wie immer bei diesem Fest überfüllt, das Hauptportal blieb geöffnet. Das Pontifikalamt war dem Anlass entsprechend ganz Maria gewidmet. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen ihren Geburtswehen. Sei gegrüßt, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Kurienkardinal Georg Genswein machte in seiner Predigt auf die Veränderung der Vorstellung von Mariä Himmelfahrt aufmerksam, die die katholische Kirche in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts vollzogen hat. Am Allerheiligen Tag des Jahres 1950 hat Papst Pius XII. Den Satz, dass Maria, die Mutter des Herrn, mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden sei, zum Dogma der katholischen Kirche erklärt. Damit ist nicht ein Mythos dogmatisiert worden, sondern es ist etwas entfaltet worden, was von Anfang an in der Offenbarung Gottes enthalten war. Genswein gab der Vorstellung von der Aufnahme des ganzen Körpers in den Himmel einen theologischen Sinn. Sie habe auch mit einem neuen Verständnis des Menschen und seines Körpers zu tun. Es ist der ganze Mensch, so wie er in dieser Welt gestanden, gelebt und gelitten hat, der einst von Gottes Ewigkeit umgriffen wird und in Gott selbst Ewigkeit hat. Nichts von dem, was uns kostbar und wert war, wird untergehen. Erzbischof Robert Zollitsch nahm dann Bezug auf eine alte Tradition an Mariä Himmelfahrt. Seit mehr als 1000 Jahren werden am Fest Mariä Himmelfahrt Kräuter und Blumen geweiht. Sie erinnern uns an die Gaben der Schöpfung, sie erinnern uns aber auch an die Herrlichkeit und die Freude des Himmels und erinnern uns an die Heilkraft des Glaubens. Und so freue ich mich, dass viele von Ihnen heute ihre Blumen und Kräuter mitgebracht haben und dass wir sie nun segnen dürfen, damit Gottes Segen durch diese Kräuter auch in unsere Häuser einkehrt. Der Ehrengast Georg Genswein war als Nachfolger von Erzbischof Robert Zollitsch im Gespräch, aber er hat vorläufig wenigstens abgelehnt. Und wie hat er auf die Besucher des Gottesdienstes gewirkt? Also sehr sympathisch, ein sehr sympathischer Mann. Seine Art, nicht nur, weil er gut aussieht, gell, aber so seine Art, zurückhaltend und freundlich auch. Bei Benedikt hat er anscheinend viel gelernt. Er ist ein wenig jünger wie die anderen Bischöfe und von der Art her ist er halt ein wenig offener. Ich glaube nicht und ich möchte es nicht einmal, glaube ich, dass er hier Nachfolger wird vom Herrn Zollitsch. Ja, ich glaube, er ist auch ein bisschen konservativ. Er ist zu sehr da schon in Rom festgefahren. Hab ich das Gefühl, aber ich kenne ihn nicht. Er ist ja ein Mann unserer Region. Und warum soll er nicht Erzbischof werden, Oberhirte von uns? Und wenn er dann noch etwas mitbringt von Franziskus, etwas Bodenhaftung, etwas weniger strahlende Kleidung, dann passt das ja alles.